Mein Name ist Bettina Welz, bin Vorstandsvorsitzende des Fanfarenzugs Potsdam. Fanfarenzug wie dem Potsdamer dahin zu kommen, ist auch nicht ganz, entspricht nicht ganz der Tradition der Kanadier, sodass wir also nochmal besonders gut angekommen sind. Auf ein Leben! Auf ein Leben! Einmal! Hoch. Ja, liebe Mitglieder des Potsdamer Fanfarenzuges, als Oberbürgermeister heiße ich euch alle ganz herzlich willkommen wieder in der Landeshauptstadt Potsdam und ihr seht, eine begeisternde Menge ist ebenfalls mitgekommen, um euch zu begrüßen und zu beglückwünschen zu dem Weltmeistertitel, den ihr nach Potsdam geholt habt. Herzlichen Dank und Gratulation! Wenn ich in den Augen gucke, dann sehen so ein paar von euch so ein bisschen übernächtigt aus. Aber das liegt natürlich am Flug. Das ist ja keine Frage. Ich habe mich riesig gefreut und mit mir sind ganz viele Potsdamerinnen und Potsdamer stolz auf euch, dass ihr uns so würdig in Kanada mit vertreten habt. Herzlichen Dank dafür. Ja. Wir schon. Inwieweit habt ihr damit gerechnet überhaupt? Wir haben es gehofft, aber nicht damit gerechnet, dass wir in beiden Teilen wirklich 90 Punkte machen können. Sondern die 92 Punkte mit nach Hause gebracht haben. Das heißt also, die magische 90-Punkte-Marke geknackt haben. Und das nicht nur im Marsch, sondern auch in der Schule. Wie heißt du denn? Alicia. Und wie lange spielst du schon? Seit 2 Jahren bin ich Mitglied. Macht es dir Spaß? Ja. Sehr schön. Von den Abläufen im Wettbewerb wie auch in dem Rahmenprogramm war eigentlich eine super tolle Reise.